Hallo ihr Lieben, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ich möchte heute gerne ein Brotomelett machen. Hört sich erstmal komisch an, aber ist lecker, hoffe ich. Ich probiere es einfach mal aus. Dazu benötige ich Brot, ein bisschen Frischkäse, Eier. Ich würze mit Knoblauch, mit Kala Namak und mit geräucherten Paprika. Dazu habe ich noch mein leckeres Kräuteröl. Zuerst habe ich das Weißbrot erstmal geschnitten. Ich gebe jetzt hier ein bisschen von meinem Kräuteröl drüber. Das Brot kann ruhig ein bisschen hart sein, das spielt keine Rolle. Das ist live. Und das riecht gut. Jetzt mache ich meine Eier oder bereite meine Eier zu. Ich nehme 4. Dazu gebe ich ein bisschen Frischkäse. Also ich habe hier den Schaf. Den mag ich ganz gerne. Ein bisschen Steinsalz macht es den Geschmack von den Eiern noch intensiver. Geräuchertes Paprika und ein bisschen Knoblauch. Das wird jetzt gut umgerührt. Jetzt gebe ich noch Käse dazu. Ich habe Butterkäse, weil ich den so gerne mag. Den klein geschnitten bloß und rein damit. Nochmal gut durchrühren. So, jetzt Butter in die Pfanne. Ich habe jetzt nur die leichte Butter. Ich hoffe, das wird dennoch was. Ansonsten kann man mit Ghee, mit Butter oder mit Öl braten. Ich bin gespannt. Die Eimasse ist drin. Ich lasse das jetzt ein bisschen stocken. Ja, das sieht schon sehr gut aus. Jetzt habe ich das Brot dazu gegeben. Lass das alles schön durchziehen, bevor ich den wende. Ich habe das Ganze jetzt gewendet und lasse das Brot jetzt schön krossig werden. Ich habe das gewendet, dann rausgenommen. Also ich muss sagen, es sieht schon lecker aus und habe natürlich auch schon probiert. Lecker. Sehr gut. Und da ich gerne scharf esse, natürlich meine scharfe Soße. Guten Appetit, viel Spaß beim Nachkochen.